Wir alle nichts an! FV! Danke! Friede! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Willkommen auf der Airsoft Couch. Heute mal kein Review, kein Gameplay, nein, mal ein Video für zwischendurch. Und zwar hat mich Begali was Schönes geschickt. Und zwar neues Review-Material, das ihr in den nächsten paar Wochen sehen werdet. Und ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich möchte das mit euch teilen. Weil jeder Airsoftler kennt das. Kriegt ein Paket von irgendeinem Shop und kriegt das Paket nach Hause und freut sich erstmal wie dolle. Also für den ist das dann wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Orgasmus gemeinsam. Gut, wie gesagt, dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf die Hüllen. Klingt auf jeden Fall schon mal nach Kugeln. Also ich habe jetzt, das ist rein nur fürs Review, also das ist nichts für mich. Mal schauen, was da alles so drin ist. Was mir gar nicht wieder Schönes geschnürt hat, was wir mal wieder reviewen dürfen. So. Oh mein. Machen wir es immer absichtlich. Okay. So, als erstes haben wir Pappstreifen. Kennt jeder von Begali. So, noch mehr Pappstreifen. Und noch mehr Pappstreifen. So. Oh. Okay. Also, haben wir unser erstes Stückchen. Machen wir es mal ein bisschen spannend. Gibt es auch als lange Version? Ja, hör mal auf, machen wir es lieber gleich so. Und zwar, so, die KG Works, KG Works MK2, denke ich, ist das. Ja, schauen wir mal fix rein in die Düde. Ja, Bedienungsanleitung. Messprotokoll von Begali und da ist er. Okay. Schick. Kunststoff zwar, aber gut. Das ist verschlagbar. Magazin, Gasmagazin. Zinkdruckus. Ganz okay, ist mein Non-Blow weg. Man merkt. Ja, gut, wie gesagt, ist auf jeden Fall mal was Neues, mal was Interessantes. Bin ich gespannt, wie sie sich schlagen wird, auch von den Internes, weil die ist ja gar nicht so teuer. Ich habe leider keine Rechnung da, aber ich glaube, irgendwas um die 60 Euro. Non-Blow weg. Ja, und die Besen dabei. Ja, gut, hübsch, schönes kleines Ding. So, das war Nummer 1. Auf zum nächsten. Okay. Ja, hat Begali als CO2-Version und als Gas. Ich habe es jetzt hier als Gas gekriegt. Und zwar die ebenfalls KG Works. KP02 steht drauf, genau. Ja, Standard für Hülle. Wieder das gleiche. Auch Chromprotokoll von Begali. Ladestaub nehme ich mal. Na gut, wollen wir jetzt nicht lang rumgehen. Da ist auch das kleine Päcklein Kugeln drin. Und über, oh, das ist schon ein anderes Kaliber. Also ich brauche was Feines, auch was Schönes. Okay, Kapitel 2, das ist die P226 in klein. Also, kleiner, schnucklig, wirkt allerdings relativ wuchtig. Ja, das ist eine Maschine. Maschine, komm, wir schießen jetzt mal.
Da schließen wir jetzt das Ding. Wollt ihr schließlich was haben für euer Geld, ne? Einen Moment, muss Gas holen. So. Da haben wir das Gas. Aber wir müssen mal ausdrücken. Müsste langen. Nur mal zum Testen. Schauen wir mal. Eine Kugel im Lauf. Ein Magazin. Okay. Boah. Also ich muss sagen, das kleine Ding hat ganz schön Bums. Hört man bestimmt auch vom Schießen, vom Schießgefühl her. Ja, auf jeden Fall, was Feines. Schönes, kleines, handliches, also, muss sagen. Oder mal schlecht. Achso, ja. Gut. So, das ist aus Metall, auf jeden Fall. Mehr dazu aber beim Review. Weg! Gruß an Andreas. Link zu seinem Airsoft-Channel unten in der Videobeschreibung. So, kommen wir nun, das ist jetzt ein bisschen was Größeres. Das ist bei Pegali noch gar nicht so lange im Shop. Haben wir schon die AK 101, glaube ich, gehabt. Und das M16. Und den M4CQB haben wir davon schon gehabt. Und jetzt hat Pegali gesagt, ach komm, wisst ihr was, macht er die MB5 auch noch. Also in dem Fall SAR 4105 Sportversion. Ebenfalls hier bestimmt von Zymer. Ich packe das schnell mal aus. Wie gesagt, alle Waffen links in der Videobeschreibung auf jeden Fall für euch Mädels. Ebenfalls Kronprotokoll. 1,7 für den MP5? Boah, ein bisschen viel. Wir werden mal sehen, was der Chrono spricht. Okay. Was ist das? Nach Kugeln. Nach Kugeln und die benutzen wir aber bestimmt nicht, denke ich. Jetzt schon mal schwerer. Egal, was haben wir jetzt drin? Speedloader dabei. Also rutschen, verrutschen können die garantiert nicht. So schnell, so fest wie die da drinnen gemöbelt sind. Frontgriff, auch schön. Aber ich weiß doch, was ihr sehen wollt. Ne? So. Die Zymer bzw. Pegali Sport M41 Schwabenarmsmodell MP5. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Richtig schweres Teil, also brüllschwer. Schwer. Upper Receiver aus Metall. Also gesagt, ich habe ja die G&G MP5 gehabt, bzw. die Toptech MP5 habe ich auch schon gehabt. Die sind leichter als das Teil hier. Ja. Ah, hört sich aber nicht so toll an. Ja gut, okay, das ist dann G&G. Aber trotzdem, schöne Waffe, günstiger Preis, glaube ich, aber mehr dazu im Review. Ja, ich würde sagen, das war's dann vom Unboxing, mein erstes Unboxing. Vielleicht machen wir es weiter, wenn es euch gefallen hat. Links zu den Waffen in der Videobeschreibung, ansonsten kommen der nächste Reviews dazu. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. In dem Fall wollte ich mich freuen auch noch über ein Abo, Daumen, Kommentar. Genau, mal ein bisschen betteln gehen. Und ja, in dem Fall sage ich Tschü mit Ö, euer Hobby FV. Macht's gut.